Und dann versucht die alte Lady aus dem Zug zu flüchten. Der Kontrolleur sieht sie aber und sagt, Ihre Fahrkarte bitte, Madam. Und daraufhin reißt sie ihm einfach den Kopf ab. Hallo Leute, ich glaube, ihr habt allen Grund, mir zu gratulieren. Gratuliere. Gratuliere. Wozu? Ich habe gerade vorgesprochen für die Schulaufführung von Romeo und Julia. Oh, oh wow. Das ist doch die Nummer, wo die beiden sich verlieben und am Ende die Radieschen von unten angucken. Ja, siehste? Ich darf eventuell die Julia spielen. Oh, ich gebe dir Schauspielunterricht, wenn du willst. Ist Thomas vielleicht auch dabei? Du bist wohl wahnsinnig. Das ist Kunst. Davon hat der doch keine Ahnung. Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Ich muss gehen. Ich auch. Bobby, Baby, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Willst du mir etwa meine Gage bezahlen? Blödsinn. Ich meine richtiges Wunder. Hör zu, Bobby. Leute, ich gebe einen aus. Ich habe 20 Mäuse verdient. Wo hast du denn die her? Oh, ich habe eine Wette gewonnen. Ich habe gesagt, dass ich vorsprechen würde für die Schulaufführung von Romeo und Julia. Und ich hab's getan. Und wisst ihr was? Ich hab die blöde Rolle. Hey. Du siehst bestimmt gut aus in dem Kleid. Und du siehst sicher gut aus in einem Eierbecher. Das darf doch nicht wahr sein. Thomas, ich gebe dir Schauspielunterricht. Doch still, was schimmert dort durch dieses Fenster? Oje. Gut. Jetzt halt mal die Luft an, Junge. Ich habe Weltbewegendes zu verkünden. Bobby, Easy Street ist in den Charts. Wayne, du solltest mal Urlaub machen. Unsinn, ich brauche keinen Urlaub, Dougie. Nächste Woche vielleicht. Doch jetzt, soll Bobby erfahren, dass Easy Street ein Superhit ist. Wie denn, was denn? Du bist ziemlich hinten dran. Das war mal ein Hit, aber das ist ja schon Lichtjahre her. Er ist wieder aktuell. Ah, oh, wie Nat King Cole. Wer ist Nat King Cole? Das war so ein Schwarzer mit vielen Zähnen. Nochmal, Bobby, Easy Street ist ein von Wayne Lovett platzierter Mega-Hit. Wayne, in welchen Charts ist er? Bobby, dein neues Publikum verehrt dich wie einen Gott. In welchen Charts? Bobby, eine neue Generation von Fans. Du bist schon auf Platz 7. In welchen Charts? Die Kasachstan Top 10. Du meinst in Russland? Korrekt. Ich bin also ein Star in einem kommunistischen Land. Oh, Bobby, das sind keine doofen Kommunisten mehr. Das sind Käufer, die konsumieren. Heiße rote Rocker, Bobby. Die Jungs stehen auf dich. Das ist ja abgefahren geil. Auf deinen Plakaten wird stehen, Bobby Rivers, back in the USSR. Yeah. Aber den Song haben doch die Beatles geschrieben, nicht ich. Bobby, Junge, die Beatles sind out. Du bist jetzt in. Soll das nicht lieber heißen, Bobby Rivers wieder in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten? Toll, Dagi. Guter Aufreißer. Oh Mann, das müssen wir feiern. Ich hab noch eine Wahnsinnspizza. Bobby, die ziehen wir uns rein, aber zuerst rufe ich mal in Kasachstan. Anna, Telefon. Oh, danke. Hallo? Thomas, weißt du, dass Anna vielleicht die Rolle der Julia spielt? Sie hat keine Chance. Jody spielt die Julia. Aber Anna ist ein großes Talent. Aber Jody ist blond. Was spielt denn das für eine Rolle? Danke und auf Wiedersehen. Verdammt. Sie wollen, dass Jody die Julia spielt, weil sie blond ist. Dann kann ich Jody küssen. Du? Ja, ich spiele den Rodeo, oder wie der Typ heißt. Und ich gebe dir Unterricht. Du wirst von meinen Erfahrungen profitieren. Ich wollte schon immer mal Jody küssen. Jede Frau muss eine Menge Frösche küssen, bevor sie endlich ihren Prinzen gefunden hat. Doch dich wird sie nie küssen, du Ratte. Oh, ich kann's aber leider nicht ändern. Das Stück ist von William Biershake und er sagt, ich soll sie küssen. Das wird sich schon verhindern lassen. Der Nasen lacht, wer Wunde nie gefühlt. Der Nasen? Oh, der Narben, verstehe. So ein Blödsinn. Aber still nun. Shh. Welch Gestalt schimmert durch das Fenster dort? Ciao, du musst nicht salutieren. Ich übe meine Rolle. Das Theaterstück. Dann lass mal hören, Süßer. Lass dein güldenes Haar herunter. Musst dich nicht wundern. Dass Julia sich umgebracht hat. Bobby, Baby, wir müssen reden. Jungs, schnallt euch an, dieses Kostüm wird euch umhauen. Thomas wird darin fantastisch aussehen. Dazu müsstest du Lagerfeld heißen. Ja, Mann, in Kasachstan. Ciao, bleibst du schon. Bobby, wir müssen reden. Schau her.
Aus Kasachstan, ein Fax. Ein was? Ein Fax. Wir haben gestern telefoniert und jetzt kam das. So ein Blödsinn, Wayne. Wer kann so schnell einen Brief schicken? Bobby, ein Fax schickt man durchs Telefon. Du darfst dein Gehirn nicht überstrapazieren, Mann. Denk dir doch einfach, die Elfen hätten es geschickt. Na gut, das glaube ich dir. Wer ist denn dieses Kasachstan-Traktor-Fabrik-Quartett, Mann? Du musst dich auf einen Schock vorbereiten. Die haben deinen Song geklaut. Was haben die mir geklaut? Die Russen haben Easy Street geklaut und eine Polka draus gemacht. Was? Wir werden uns dagegen wehren, aber ganz entschieden. Genau. Wir marschieren ein. Genau. Wir wollen Kohle sehen, sonst werden wir gefährlich. Genau das. Und was werden wir jetzt tun? Sie verhauen? Und wenn die sich wehren? Leute, seht euch das an. Na komm schon. Das ist doch lächerlich. Ich hatte das Kostüm, aber die Leggings mussten wir uns ausleihen. Sieht gut aus, oder? Wirklich sexy, Zuckerjunge. Jody! Wieso hast du denn meine besten Leggings? Moment, das ist meine Schuld. Er kann die Rolle einfach besser einstudieren, wenn er ein Kostüm trägt. Hi, Jody. Hi, Thomas. Wiedersehen, Jody. Wiedersehen, Thomas. Das waren meine schönsten Leggings. Leider hat er nicht die schönsten Beine dafür. Von allen Trotteln dieser Welt. Soll ich ausgerechnet den küssen, der aus dem Mund riecht? Ich weiß nicht, Anna. Ich kann nicht glauben, dass Thomas dein Bruder ist. Vielleicht hat Bobby ihn adoptiert. Weißt du, was aus Rosemarys Baby geworden ist? Könnte doch sein. Ich tausche gern mit dir. Du hast die Rolle gekriegt, weil du blonde Haare hast. Honigblonde? Lassen wir das. Jody, du bist trotz dieser Sache meine beste Freundin. Ich kann doch auch nichts dafür. Ich wurde blond geboren. Jody, versuch mich bitte zu verstehen. Ich habe mich auf diese Rolle lange vorbereitet und wenn es dir nichts ausmacht, dann spiele ich die Julia. Du würdest dich von deinem Bruder küssen lassen? Anna, du kriegst große Warzen, wenn du deinen Bruder küsst. Denkst du? Ich weiß es genau. Ein Cousin von mir hat seine Schwester geküsst. Warzen. Hört sich ja furchtbar an. Wenn das so ist, naja, dann verzichte ich lieber auf die Rolle. Ich werde einfach meine Augen schließen und denken, er wäre Keanu Reeves. Also ich wüsste einen wunderbaren Romeo. Digby Bernard. Er ist leider nur Zweitbesetzung. Dieser Lehrer ist doch ein unsensibler Idiot. Wenn Digby unser Romeo wäre, dann würde ich ihn küssen. Ich würde ihn auch küssen, wenn er nicht Romeo wäre. Jetzt weiß ich's. Wenn Thomas plötzlich tot wäre oder eine ekelhafte Krankheit kriegt, dann wird Digby Bernard automatisch den Romeo spielen, oder? Du hast recht, er kennt den ganzen Text. Also müssen wir nur dafür sorgen, dass dein Bruder ekelhaft krank wird, oder? Wir töten ihn. Vergiss es. Thomas stirbt nicht. Wenn er nur daran denkt, dass er dich küssen kann, werden seine Augen schon ganz glasig. Er küsst schon dauernd seinen Arm, um auf dich vorbereitet zu sein. Ja? Ja, und sein eigener Arm muss dann kotzen. Oh. Es scheint, als müsstest du Thomas küssen. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Er sollte freiwillig verzichten. Sonst muss ich ihn leider umbringen. Was soll ich? Das kann nicht wahr sein. Wie viel? Oh. Ciao, bleib so schön. Werden wir die Russen jetzt verklagen, oder was? Hey, was ist, Mann? Werde ich jetzt reich? Nun, nicht so ganz, Bobby. Es ist nun mal leider so, dass... Du blöd bist. Du machst mich krank, Dagi. Also damals, im Jahre 1988, bei Vertragsverhandlungen mit einem Russen namens Vladi, da hat eine mysteriöse Person die russischen Rechte von Easy Street verkauft. Was? Easy Street verkauft? Oh, Mann. Warte mal, Bobby, aber nur an die Russen für einen guten Preis. Top Rubel. Für wie viel? 200.000 Rubel. 200.000? 200.000 Rubel? Das ist ja der Wahnsinn! Oh, ey! 200.000 Rubel? Du meine Güte, schon wieder halb drei, muss gehen. Aber Bobby, der Rubel ist auch nicht mehr das, was er mal war, weißt du? Wie hoch ist Bobbys Anteil?
Bobby, kannst du vielleicht 20 Dollar wechseln? Behalt den Rest. Wayne, komm her. Hör zu. Du kannst Tracy anmachen und uns auf die Nerven fallen. Du kannst auch meinen Namen in den Dreck ziehen. Du kannst tun, was du willst. Du hast recht, nur nicht die Wut verlieren. Hör zu, Freundchen. Verkauf nie, niemals die Rechte an meinen Songs. Das ist das Einzige, was mir gehört, Mann. Aber du besitzt einen Hutständer, ein altes Auto. Wayne, du wirst den Vertrag rückgängig machen, sonst bist du erledigt. Klar? Sie küssen sich. In deinen Träumen, Thomas. Hier steht aber, dass sie sich küssen. 5 Minuten lang mit Zungenschlag. Ach, das hast du reingeschrieben. Ja, okay, das mit dem Zungenschlag. Aber sie küssen sich. Ach, momentan studieren wir nur den Text ein. Ich muss mich aber einfühlen. Vergiss es. Fühl dich bei dir selbst ein. Also Shakespeare würde bestimmt sauer sein. Hör zu, Thomas. Ich bin heute hergekommen, um mit dir den Text zu lernen und nicht um dich zu küssen. Dein Benehmen war wieder absolut kindisch. Kann schon sein, dass einige Frauen das attraktiv finden. Aber ich nicht. Ciao, du wunderschöne Drama-Zuckerpuppe. Wayne! Er will einen Kuss. Nein, nicht von dir. Keine Sorge. Du hast mich erschreckt, Süßer. Wusst, Bobby, ich hab die Idee des Jahrhunderts. Wem hast du sie geklaut? Wieso übst du nicht deine Todesszene, Kleiner? Ich helf dir gern nach. Bobby, Baby, ich hab die Idee des Jahrhunderts. Ach ja? Nein, des Millenniums. Eine Tournee. Eine Tournee? Und wie soll das Repertoire aussehen, ha? Easy Street gehört mir nicht mehr, wie du weißt. Die Russen brauchen mich nicht. Bobby, wir ziehen die Russen auf unsere Seite. Love It Entertainment International präsentiert das Kasachstan-Traktor-Fabrikquartett live in Konzert. Gesponsert von Bobby Rivers. Das ist doch ausgemachter Blödsinn, Wayne. Ach, komm schon, Bobby, keine Panik, Junge. Wer soll deiner Meinung nach Easy Street singen? Bobby, bitte nerv mich nicht. Ich spreche jetzt mit Vladi in Moskau. Ciao, Vladi, wie steht's? Hier spricht Wayne. Aber du heißt doch nicht Wayne. Ich Wayne, du Vladi. Was? Ein Moment. Bobby, Vladi heißt jetzt auf einmal Wayne. Nach mir. Ich bin sein großes Vorbild. Aha, der Mann ist intelligent. Er ist genial. Moment. Hey, Vladi, Wayne, hör zu. Ich biete dir eine Tour an durch die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Na, alles Mozzarella? Das ist italienisch, Vladi. Das bedeutet, daneben nicht. Was? Wow, du machst unserem Namen alle Ehre, Junge. Hör zu, du klärst das, ich rede mit Bobby und dann laufen wir ein. Nein, nicht zu Fuß. Okay, ja, ich ruf dich an. Ja. Ciao, bleib so schön. Nastrovje. Also, was ist, Mann? Alles okay? Oh, Bobby, Baby, das wird der absolute Hypergeek. Bobby Rivers und die Traktorettes. Das ist doch ein Mega-Blödsinn, Mann. Oh, Bobby, die Kommunisten sind gewohnt, Beifall zu spenden. Da kriegst du endlich mal Applaus. Bobby, Baby, diese Tour wird eine Rakete. Da reißt ihm doch glatt den Kopf ab. Husch. Also, meine Lieben, Thomas wird jetzt sein Kostüm vorführen. Ich bitte um Ruhe. Das ist der Wahnsinn. Und Action. Augen. Augen, blickt euer Letztes. Arme, nehmt eure letzte Umarmung. Lippen. Oh, ihr Tore des Odems. Siegelt mit rechtmäßigem Kuss. Na, und? Ja. Wunderbar, großartig. Jodie wollte zur Kostümprobe hier sein. Ich frag mich, wo sie so lange steckt. Was soll's, sie kommt sicher gleich. Bist du nervös? Das ist ja nicht mein erster Kuss. Naja, sowas muss man ja nicht proben. Naja, probieren geht über studieren. Okay. Ja. Bisher hat Jodie sich geweigert, mich zu küssen, aber heute Abend ist sie fällig. Tonight is the Rod night. Stuart 1978. Das wird sie sein. Ich geh schon.
Sagt willkommen, tritt ein, mein Herze. Jody, wo ist dein Kostüm? Ich? Hab? Ich hab... Laryngitis. Oh, Laryngitis, das ist doch völlig klar. Oh, schade. Und wer spielt jetzt die Julia? Aber hoffentlich hat sie wenigstens einen kurzen Namen. Die Zweitbesetzung. Oh, nicht die Zweitbesetzung. Oh, doch, die Zweitbesetzung. Wer ist denn die Zweitbesetzung? Thomas! Die bin ich! Du spielst die Julia! Großartig. Ja, so soll es sein. Oh, Anna, dein Kostüm ist wundervoll und Thomas sieht auch ganz niedlich aus. Meine Zwillinge spielen Romeo und Julia. Das wird ein Erfolg, ihr seid richtig goldig. Oh, ich muss ein Foto machen. So was Rührendes. Ach, vergesst es! Ich spiele nicht den Romeo an ihrer Seite. Aber warum denn nicht? Warzen? Überleg mal, die anderen werden sich doch glatt krank lachen. Ich soll meine Schwester vor der ganzen Schule küssen. Mann, das ist pervers. Ich ruf Digby Barnard an. Er wollte die Rolle, er kann sie haben. Und was ist mit dem, was du von mir gelernt hast? Oh. Oh, das finde ich ja traurig, Mann. Aber du spielst die Julia. Das wird ein Knaller. Spitz deinen Mund für Digby. Wieso muss ich denn da überhaupt hingehen? Wozu soll das gut sein? Anna spielt die Julia. Anna spielt verrückt. Hallo allerseits. Hey Anna, ich hab extra... Was ist denn mit dir? Wo ist dein Kostüm? Wir müssen doch gleich los. Ich komm nicht mit. Red keinen Unsinn, Anna. Romeo ohne Julia, das geht doch gar nicht. Das wäre ja wie Batman ohne Robin oder Asterix ohne Obelix. Jody hat plötzlich ihre Stimme wiedergefunden und daher, naja. Und ich habe meine Rolle Digby gegeben, ich Idiot. Es wird also keiner von euch beiden auf der Bühne stehen? Ciao, meine geliebten Genossen. Ja, vor euch steht der Mega-Agent der internationalen Megastars. Russisch sprechende Künstler bevorzugt. Was für eine seltsame Krankheit. Weiß auch nicht, ich glaube erst. Lass dich von mir anstecken, Zuckerpuppe. Dann wirst du berühmt und reich. Na, wie sehe ich aus, hm? Ich bin übrigens mobil. Und alles an mir ist auf dem Weg nach oben. Dann will ich nur hoffen, dass du abstürzt. Du musst entschuldigen, Zuckerpuppe, das Schicksal ruft. Ciao, Schicksal. Ja, Wayne Lovett. Wayne! Es ist Wayne. Ja, natürlich ist alles klar. Ich muss dir Geld überweisen? Es ist alles vorbereitet. Ich hab Roadies, ich hab Lastwagen, ich hab sogar Russisch gelernt. Was? Wayne? Hallo? Wayne! Was ist denn passiert, Mann? Das war Wayne! Das war ja nicht zu überhören. Er hat mich verladen. Oh, er ist anscheinend eine gute Kopie. Wollen die Traktoretts jetzt nicht mit mir auf Tour gehen? Die sind schon auf Tour, Bobby, und zwar in Hollywood. So ein Mist, die amerikanischen Rechte von Easy Street hätte ich nicht auch noch verkaufen sollen. Was? Was hast du eben gesagt? Oh Gott, Bobby, schon so spät. Wayne, tut mir leid, Wayne, was ist mit den Rechten? Schau, bleibst du schon. Wayne, gut, ich wollte es ausrichten. Thomas? Gute Neuigkeiten. Du wirst in 20 Minuten auf der Bühne stehen. Ha! Und wieso? Tja, ich glaube, Digby Barnard hat sowas wie eine Magengrippe. Und jetzt sollst du wieder den Romeo spielen. Oh, ich danke euch. Oh, Herr. Jody, Baby, jetzt hole ich mir einen Kuss von dir. Oh, übrigens, Anna, dich brauchen sie auch. Mich? Ja, seit Digby während der Kostümprobe Jody geküsst hat, übergibt sie sich dauernd. Sie sind beide krank. Viel Glück, Leute. Und vergiss nicht, Thomas,